und zu, wenn es eben nicht warm genug ist. Also die Kühlergriffe vom Rolls-Royce sehen immer ein bisschen unterschiedlich aus. Ja? Die dürfen ruhig schon langsam vorrollen. Das ist eigentlich kaum zu glauben, aber man nennt ihn den kleinen Rolls-Royce, den 20 oder 25. Ja? Und er hat eine riesige, wunderschöne Saloon-Terrasse hier hinten drauf, auch noch mit einem Tischchen, was ausgeklappt ist. Ich muss mal gerade auf die andere Seite, auf die englische Seite gehen. Sie sehen, Kofferraum gibt es gar nicht. Es gibt nur hier ein Rack, was man ausklappen kann, um Gepäck aufzuladen. Eine Teilung innen drinnen als Chauffeurwagen. Und wer hat die Karosserie von diesem Auto gebaut? Barker, ganz renommiert natürlich, eine Barker-Karosserie von Rolls-Royce, als oberste Qualität. Man hat ja damals ganz anders gearbeitet als heute. Man ging zu Rolls-Royce, bestellte ein Auto, bekam dann ein Buch vorgelegt mit ungefähr 50 Vorschlägen von Karosseriebauern. Man hat sich dann entschieden, was einem so gefiel. Barker, immer schon sehr konventionell, aber super in der Qualität. Und so ein bisschen sportlich aussehen. Auch wenn das bei so einer kastenförmigen Karosserie kaum zu glauben ist, aber allein wie die Kotflügel sind und die Ersatzräder so halb hineingesteckt, ist schon was Besonderes. Sechszylinder-Maschine in nahezu lautlos. Also 120 PS, damit ist er auch auf dem Niveau des Mercedes hier von 1936. Er kann etwa bis nach 130 km/h schnell sein. Aber hier sieht der Rolls-Royce von 1933. Zeigt eigentlich wunderbar, wie das Formverständnis noch nah an der Kutsche ist. Trittbretter sind noch da auf der Seite, separate Kotflügel. Und er ist natürlich klassisch mit diesem Kühlergrill. Keine andere Marke hat das so kontrolliert wie bis heute, dass dieser Kühlergrill immer noch das Hauptidentifikationsmerkmal. Also ein 33er mit etwa 120 PS. Auf riesigen 19 Zoll Rädern, das ist so der Standard der damaligen Zeit. Super Qualität, Rolls-Royce, immer das Spitzenmodell, eigentlich der Weltautomobilfertiger. Vielen Dank. Hat noch einen ausklappbaren zweiten Innenspiegel, den ist nur damit er die Passagiere sehen kann, was sie nicht machen, wenn die Wünsche haben. Ja, aber er ist ja eigentlich nur der Chauffeur. So, leise läuft der wunderbare